Hallo Internet und moin moin, herzlich willkommen, liebe Hippendudes und Duderinas. Hier sind wieder Gregor und ich, meine Wenigkeit, Dennis von Deist. Und wir sind wieder dabei und starten einen weiteren Preview-Tag. Hallo Gregor. Hallo Dennis. Wie geht es dir? Gut, der Tag dieser Aufnahme ist ein Wochenende, was dafür sorgt, dass es mir schlagartig besser geht als unter der Woche. Bei dir als Freischaffenden ist, glaube ich, der Übergang Woche und Wochenende relativ fließend, oder? Da gibt es für mich tatsächlich gar keine Unterschiede. Am Wochenende ist es immer noch ein bisschen schwieriger, mit den Kunden zu kommunizieren, weil die alle frei haben. Ja, stimmt. Das bedeutet, da musst du dann allein im Kämmerchen vor dich hinwerkeln. Richtig, richtig. Aber und keiner spielt mit dir. Ja, spielen momentan ist sowieso ein bisschen schwierig, aber das Thema lassen wir am besten. Worüber wir heute reden wollen, ist das neue Warhammer Online Preview gewesen. Wir erinnern uns, Games Workshop bzw. Warhammer macht jetzt die ganzen Online Preview Events, seitdem die ganzen Messen seit 2020 alle abgesagt wurden. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie das beibehalten werden, weil für das viel mehr Zugriffe und viel günstiger ist, als wenn sie das dann auf irgendwelchen Messen machen. Und sie haben eine engere Taktung. Definitiv. Und gestern am 20. März 2021 haben sie ein neues Online-Preview gemacht, und zwar unter dem Titel Faith and Damnation. Gregor, magst du einmal ganz kurz einmal, ohne zu tief ins Detail zu gehen, erklären, was denn da alles gezeigt wurde? Sie decken im Grunde genommen grundsätzlich in diesen Previews und dadurch halt auch gestern ihre aktuell aktiv unterstützten Systeme ab. Das bedeutet, sie zeigen teilweise Teaser, teilweise wirklich fertige Miniaturen und Bücher, die in den erfahrungsgemäß nächsten Monaten erscheinen. Ein bisschen gestreckt. Genaue Erscheinungstermine sagen sie für die meisten Sachen aber nicht an. Also sie haben immer Inhalte drin für Age of Sigmar, immer für 40K. Oft, weil die so eine Quartalstaktung haben mit den Releases für Necromunda, für Warhammer Underworlds erscheinen eigentlich jedes Mal Neuvorstellungen in diesen, ich glaube, alle 2 Monate online gehenden Shows. Und damit kriegt man so ein bisschen Überblick, was kommt denn jetzt demnächst. Und sie kreieren damit natürlich auch so ein Stück weit einen Hype-Train. Definitiv. Und das ist sehr, sehr interessant, wie krass in unserem Hobby, dank dieser Online-Präsenz von Games Workshop, wirklich der Hype eingesetzt hat in den letzten Jahren. Den habe ich früher nie so groß gefühlt. Aber ja. Mittlerweile ist es so, dass wirklich ganz hart abgehypt wird. Dazu nehme ich mich tatsächlich aus. Ich habe immer irgendwann mal vor ein paar Jahren gesagt, ich bin im Hobby nicht mehr hypebar. Stimmt tatsächlich auch. Aber es ist total interessant, wie die Hobby-Community tatsächlich jedes Mal richtig durchdreht. Im positiven Sinne. Ja, also ich bin noch hypebar bei bestimmten Sachen. Also bei Infinity stärker als bei den GW-Sachen. Mhm. Wobei sie mich jetzt im aktuellen Preview-Stream, den sie gestern hatten, mit 2 Sachen dann doch gekriegt haben. Aber dazu kommen wir ja gleich, wenn wir uns anschauen, was sie jetzt alles gezeigt haben. Hier und da kriegt man mich dann irgendwie doch noch mit einem gewissen Maß an Hype. Für mich hat es nur den Vorteil, dadurch, dass die Sachen, die sie zeigen, halt nicht in dem Moment auch verfügbar und kaufbar sind, gerate ich nicht in die Versuchung, einfach instant den Monitor mit Geld zu bewerfen. Ist anders wie beim Kickstarter, wo die Sachen zwar auch nicht verfügbar sind, aber du kannst jetzt schon dein Geld ausgeben. Genau, richtig, genau das ist der Punkt. Da können wir, kleiner Exkurs, was meinst du, wann kommt Games Workshop mit der ersten Crowdfunding-Geschichte um die Ecke? Ich, ehrlich gesagt, also ich bin ja jemand, der gerne bereit ist, Games Workshop alles Schlechte zuzusprechen, was man sich vorstellen kann im Kapitalismus, will ich ja nicht bestreiten. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das nicht machen, also sie werden, glaube ich, nicht, zumindest nicht unter ihren eigenen Labels und Firmen, werden sie keine Crowdfundings machen, weil ihnen, glaube ich, das PR-technisch viel zu sehr auf die Füße fällt. Meinst du? Ich glaube, von großen Firmen tatsächlich nicht gedacht. Jetzt das Corvus Belli, das er mit einem Spiel gemacht hat und demnächst auch noch mit einem zweiten macht, fand ich schon sehr, sehr verwunderlich tatsächlich. Jetzt sind die natürlich aber auch noch um einiges kleiner, um so ein Wagnis einzugehen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Games Workshop also damit experimentiert mit dieser ganzen Geschichte und jetzt nicht unbedingt sagt, alles klar, wir gehen jetzt zu Kickstarter, sondern eine eigene Plattform aufziehen, so wie es Hasbro gemacht hat. Und das vielleicht dann als 40k Narrative Campaign oder sowas dann darstellt. Je mehr Geld gegen den Monitor für die Space Marines geworfen wird, desto eher erscheint dann für die irgendwas. Sowas in der Art, könnte ich mir vorstellen, was ja auch eine Art von Crowdfunding ist. Ja, theoretisch ja, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass da selbst bei den harten Fanboys die Wahrnehmung, dass GW halt ein börsennotiertes Unternehmen ist, am Ende, wenn dann gesagt wird, ja, nee, wir finanzieren das per Crowdfunding, doch zu bewusst ist, als dass das in einer Breite positiv genug aufgenommen wird, dass sie sich
das PR-Risiko leisten können. Also gar nicht das monetäre Risiko, sondern einfach, sie haben in den letzten Jahren ja auch seit dem Wechsel an der Firmenspitze ja PR-technisch sehr, sehr viel richtig gemacht und auch viel verändert in ihrer Vorgehensweise. Und ich glaube, dass das eine Nummer ist, womit sie sich ganz, ganz viel positive PR, die sie über die Jahre aufgebaut haben, dass da ein Risiko besteht, dass sie sich das zerschießen, wenn man die Leute das Gefühl kriegen, okay, ihr macht jetzt ein Crowdfunding, lagert damit sämtliches geschäftliches Risiko aus. Für wie dumm haltet ihr uns? Also ich glaube, dass das nach hinten losgehen kann. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie es verkauft wird. Ich kann mir vorstellen, dass sie bestimmt mit diesen Gedanken spielen und da auch irgendwie einige Planspiele und Experimente durchgehen intern. Und ich kann mir vorstellen, dass es mit Sicherheit irgendwann, wie von fast allen Firmen, dann irgendwann so eine Art Crowdfunding gibt, die nicht so aussehen wird wie die Crowdfundings, die wir jetzt kennen, was es im Endeffekt aber trotzdem sein wird, nur dass wir das Gefühl haben, was anderes zu sein. Aber ich glaube, wir schreiben. Ja, also Vorbestellerkampagnen oder sowas. Ja, und wenn es auch nur ist, bestell jetzt vor und wenn x Vorbesteller mit dabei sind, dann kommt noch das in die Box mit dazu. Sowas in der Art, ne? Also so ein bisschen, wie gesagt, wie Hasbro das gemacht hat. Aber komm, lass uns doch jetzt mal einfach auf die Preview eingehen und nicht auf andere Zukunftsmöglichkeiten, sondern auf die realistisch auf den zukommende Genau, Zukunft. Auf das, was wirklich bestätigt ist. Genau, also wollen wir zuerst mit dem Age of Sigmar, dem 40k, den Necromunda oder dem Warhammer Underworlds anfangen? Lass uns mit Underworlds anfangen. Mit Underworlds anfangen? Na lass gut. uns von unten anfangen, mit Underworlds, oder? Okay, meine Güte, jetzt muss ich erstmal so viel scrollen, das ist nicht okay. Ja, ich dachte, weil die meisten Leute wollen natürlich die ganz großen Sachen sehen. Und ja, richtig. So müssen sie dranbleiben. Guter Trick. Ah. Genau. Ja, also, Underworlds. Ja, genau. Also ich glaube, alle zwei Monate erscheint ein neues, jeden Monat erscheint, glaube ich, neue Underworlds. Eine neue Bande, ja. Also jetzt diesen Monat, ich glaube, in der Vorbestellung jetzt gestern gegangen, ist die Seraphon-Bande mit den Echsenmenschen. Auch irgendwie ganz hübsche Designs, ist jetzt nichts, was mich extrem anspringt. Aber Seraphons, speziell Echsenmenschen waren irgendwie auch nie eine Armee, wo ich gesagt habe, oh Gott, die möchte ich haben und sammeln und spielen. Aber es sind trotzdem halt gute Minis. Ich hatte einmal den Moment, wo ich Bock hatte, das zu machen. Bei dem Laser-Dino? Nee, und zwar bei, als Total War Warhammer 2 rauskam. Weil sie die Standard-Echsen so krass genial umdesignt haben, dass sie so geil aussahen. Da habe ich mir tatsächlich auch eine Figur gekauft. Okay. Da habe ich mir tatsächlich diesen Albino, diesen weißen. Ja, diesen Helden, diesen Sauruskrieger-Helden. Genau, den habe ich tatsächlich gekauft und den habe ich sogar auch bemalt. Hui. Also, wer hätte das gedacht? Aber ja, dann nicht. Aber genau, da kommen alle paar Monate kommt eine neue Bande raus. Solange bis die sogenannte Season, die immer ein Jahr dauert, durch ist. Aktuell ist die Season nennt sich Dire Chasm. Genau. Und jetzt kamen die Kainans Reaper raus. Oder Kainans Reaper? Ja, wie es ausgesprochen wird, keine Ahnung. Aber das ist eine Bande für die Untoten. Und zwar genau genommen für die Ossiarch Bone Reapers. Ich muss mal fragen. Ja? Die Ossiarch Bone Reapers, sind die wirklich untot? Oder sind sie einfach nur Konstrukte, die aus Knochen erschaffen wurden? Ist eine Mischung. Also ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beidem. Einerseits sind sozusagen die ganzen Truppen wirklich Konstrukte, andererseits steckt in jedem von den Typen immer noch so ein Stückchen Seele drin. Okay. Also wir haben, das passt heute ganz gut, dass wir das aufnehmen und jetzt darüber reden, denn wir haben bei uns, bei mir auf dem eigentlichen Heimatkanal, haben wir genau heute ein Let's Talk About Bone Reapers aufgenommen, wo wir genau auf die Fragen auch eingehen. Ah, okay. Und um da nicht zu viel zu verraten, also die Bone Reapers sind so eine Armee, die hat sich Nagash ein bisschen im Geheimen aufgebaut. Die sind praktisch erst bekannt geworden, als sie aus diesen unterirdischen Grüften irgendwie in großer Zahl hervormarschiert sind. Und das ist halt wirklich für Untotenverhältnisse eine professionelle und durchstrukturierte Armee. Und jeder von denen hat so einen Rest Seele. Also im Grunde genommen hat Nagash bzw. seine Untergebenen nehmen Seelen ein Stück auseinander, schmeißen das weg, was sie nicht für brauchbar halten, und der Rest wird verwendet. Man muss so ein bisschen vom Stil sagen tatsächlich, dass die nicht aussehen wie klassische Untote, sondern eigentlich sehen sie aus wie wandelnde Rüstungen, nur dass die Rüstungen aus Knochen sind. Ja, das kommt einigermaßen hin. Genau, so kann man das, glaube ich, ganz gut sagen. Und ich muss sagen, dass jetzt tatsächlich auch zu diesen Kainans Reaper, also zu den Dire Chasm Underworlds Bande, trifft mich tatsächlich exakt genau
die gleiche Optik-Meinung, die ich bei den Bone Reapers sowieso habe, dass sie mir leider nicht allzu gut gefallen. Nicht, weil sie von der Machart nicht gut sind, sondern weil ich das Design nicht so gerne mag. Das erinnert mich ein bisschen zu sehr an Aliens, was ja irgendwie cool ist. Ne? Es hat so ein bisschen was von Aliens, hat irgendwie auch was von den Chitinpanzern von den Tyranniden. Mein großes Problem sind die Gesichter. Die mag ich nicht, weil die wirken auf mich immer sehr clownesk. Ja, weil sie halt diese Gesichtsstrukturen, dieser Gesichtsausdruck mit den Kiefern, die wirken halt immer so, als ob sie so ein bisschen grinsen. Total. Und halt nicht dieses klassische Schädelgrinsen, was man sonst mit Untoten ja verbindet, sondern irgendwie so eine Mischung aus ja Knochengrinsen, was sie nun mal sind, und irgendwie einem bewussten Grinsen von so einem bösen, bösen Clown. Aber ja, da hast du schon recht. Ja, oder? Also ich nagel mich darauf fest, aber das ist tatsächlich mein Eindruck drauf. Und deswegen kann ich mit der kompletten Range leider absolut nichts anfangen. Aber der Anführer dieser Gruppe, die da mit bei ist, der gefällt mir überraschend gut, weil der hat eher so ein Gesicht, das wirkt ein bisschen, hast du Independence Day gesehen von 84? Ja, da praktisch diese Mundpartie von den Aliens, ne? Ganz genau. Und das ist dann wieder so abstrakt, dass ich das schon wieder ziemlich cool finde. Der hat faszinierenderweise auch mal ein Element, was du sonst bei den Bone Reapers nicht hast. Der ist ja diesen praktisch Umhang, Rock oder wie auch immer man das nennen will, aus Haut. Ja. Und das so als Verzierungselement ist bei den Bone Reapers eigentlich überhaupt nicht üblich. Das hast du sonst gar nicht. Stimmt. Was sie sonst immer haben, ist ein relativ starker Japano-Stil oder chinesischer Stil. Ja, so ein bisschen chinesischer Stil und halt praktisch diese, ja, Wappenröcke kann man es nicht nennen, aber diese Schutztücher. Aber diesen Hautrock, also Haut taucht eigentlich so als Design-Element bei den Bone Reapers sonst gar nicht auf. Aber ja, ist ein großartiges Modell. Genau, den finde ich sehr cool. Vielleicht kannst du mir zu den anderen sagen. Weil also der Anführer, der ist wirklich schick. Zu den restlichen kann ich jetzt leider, wie ich schon sagte, nicht sagen, wo ich, also nicht die Begeisterung rüberspringen. Ja, also bei mir sind die anderen so ein bisschen durchmischt. Also neben dem Anführer gibt es halt noch normale Infanterie. Zwei, drei davon, ja, könnten auch 1:1 aus den normalen Gussrahmen für die Bone Reapers stammen. Das ist der Infanterist mit Schwert und Schild, der den Schild so nach hinten oben gehoben hat. Der könnte auch so aus der normalen Box für die Mortec Guard, also für die reguläre Infanterie bei den Bone Reapers stammen. Das ist also jetzt nichts, was mich groß vom Hocker reißt. Selbes gilt für den Typen mit dem Zweihandschwert. Ja, der ist wirklich so diese klassische, das ist auch wirklich so diese gefühlt diese klassische Schwertkämpferpose. Ja, da wirkt sehr generisch, ne? Also auch der könnte 1:1 in der Mortec Guard Box drin sein, weil die immer genau ein Modell drin haben, das so ein Zweihänder führt. Ah, okay, aber das ist tatsächlich so ein bisschen dieser Japano-Stil, ne? Genau. Mit dem Schwert, so wie er das hält, das ist so eine Pose, die könntest du auch bei einem Samurai haben. Ja, also den könntest du auch bei einem europäischen Ritter haben, das ist immer das, was man zwar mit dem asiatischen Raum assoziiert, aber das ist eigentlich im Grunde genommen eine sehr, sehr klassische Pose, Ausgangspose im Schwertkampf. Ja, aber da ist das Schwert nicht geschwungen. Ja, das ist richtig. Obwohl der Herr so richtig geschwungen hat, doch geschwungen sind die ja. Schwertschwerter. Aber ja. Dann gefährliches Halbwissen, ihr merkt schon. Genau. Ein Modell, wo ich das Gefühl habe, so, da passt es schon eher, dass so eine Mischung aus, ja, kennt man aus der Box und neue Elemente ist offenbar dieser Offizier, der mit der Hellebarde. Ja. Der ist vom Gesamtdesign her, entspricht der schon ganz, ganz stark diesen Infanterietruppführern. Aber einerseits hat er diesen, keine Ahnung, Jade oder was auch immer, oder irgendwelches Nekrogestein, was er da in der linken Hand hat. Der zerfällt irgendwie zu Staub in seiner Hand. Ne? Ja, oder genau, irgend sowas. Wirkt irgendwie so. Und halt Hellebarde hat man bisher bei den Bone Reapers de facto gar nicht, außer bei irgendwelchen sehr, sehr großen Konstrukten. Da ist die Hellebarde natürlich auch viel, viel größer. Das einzige Modell, was gefühlt neben dem Anführer so wirklich neu ist und wo ich sehr stark glaube, das haben sie im Stream auch so ein bisschen angedeutet, dass das so ein bisschen eine Testballon oder Teaser für neue Bone Reapers Modelle ist, ist der Bogenschütze. Die Bone Reapers haben bisher keine Fernkampfeinheiten außer einem Katapult. Okay. Ich meine, der ist so vom Gesamtdesign her, reiht der sich in die reguläre Infanterie ein, so wie die Oberkörperpanzerung aussieht und der Schurzlappen. Aber Bögen haben die Bone Reapers bisher als für ihre Modelle bzw. Einheiten gar nicht. Insofern ist das so eins, wo ich dann direkt aufgemerkt habe, so Moment, damit deuten sie an, dass die Bone Reapers in der Richtung in Zukunft irgendwann
Fernkampfeinheiten kriegen. Bei dem wäre ich mal gespannt, wie der so im Gesamten aussieht, weil egal, alle Bilder, die es von dem bisher gibt, auch in dem Video dazu, sind alle aus der gleichen Position, alle aus dem gleichen Winkel. Genau. Also ich werde mir wahrscheinlich diese Bande trotzdem kaufen, einfach um sie als Modelle in meine bestehende Bone Reapers Armee einzugliedern. Und sie haben schon gesagt, und das ist bei den Underworlds-Banden mittlerweile der Standard, dass es dazu dann auch die entsprechenden War Scrolls gibt, um Charaktere und sowas auch in reguläre Age of Sigmar Armeen einzubinden. Ah, das dachte ich mir schon, genauso wie bei Warcry dann, ne? Genau, ähnlicher Ansatz. Apropos Warcry. Ja. Warcry im 40K-Universum, Necromunda. Richtig. Das war mal eine Überleitung, meine Güte. Nicht wahr? Genau, denn für Necromunda wurde auch einiges angekündigt und zwar ein bisschen mehr diesmal. Und ich glaube, ja. dass dir da eine abging vor Freude. Ja, so ein bisschen. Das ist zwar eine Bande, die ich selber nicht spiele, aber ich habe ein bisschen Angst davor, wenn die Person bei uns in der Spielrunde, die diese Fraktion spielt, diese Modelle kriegt. Und zwar kommt für Necromunda das vorletzte Gangbuch raus, das House of Faith für die Corduas. Und die Corduas sind ja von vornherein schon die religiösen Fanatiker im Necromunda-Setting. Und die bekommen jetzt als Ergänzungsbox, und das hat mich so ein bisschen überrascht, dass sie das nicht komplett eigenständig gemacht haben, die kriegen den Redemption Crusade als Gang-Ergänzung. Das bedeutet, du kannst Modelle oder Einheiten, die im alten Necromunda komplett eigenständig zu spielen waren, kannst du jetzt bei den Corduas in die Gangs eingliedern, wenn du das möchtest. Oder du stellst halt, dafür brauchst du ein paar von den Boxen, musst wahrscheinlich ein bisschen umbauen, du stellst einen eigenen Redemption Crusade als Outlaw-Gang zusammen. Sind das eigentlich imperiale Religionsfanatiker? Ja, die sind der Meinung, alle anderen auf Necromunda sind nicht stark genug im Glauben, deswegen bringen wir ihnen das bei, und zwar auf die schmerzhafte Tour. Mit Flammenwerfern? Mit Flammenwerfern, also überall Flammenwerfer. Genau, ich hatte mich nämlich ein bisschen gewundert, weil ich nirgends von den Modellen, die sie jetzt da gezeigt haben, große imperiale Insignien sehe. Das sind, also der Redemption Crusade, das ist imperialer Kult, aber halt eine Splittergruppe. Ah, okay. Also für wenn man sich den Fluff anguckt, es gibt bestimmte Spielrichtungen bei den Inquisitoren, die ja auch so verschiedene Glaubensgrundsätze haben, je nachdem, wie sie ausgelegt sind. Eine ganze Menge Leute bei mir im Umfeld haben schon gesagt, ja, die wären die idealen Figuren für so ein Inquisitionsgefolge, was auch mit der Sororitas zusammenarbeitet. Das dachte ich mir nämlich auch gerade mit dem großen Flammenthema, ne? Genau, richtig. Und man muss an der Stelle auch wirklich sagen, sie haben wirklich an alles Flammenwerfer getackert. Sie haben ein Modell, das hat expliziten Flammenwerfer, soweit so gut. Dem brennt auch im wahrsten Sinne des Wortes der Hut. Ja. Aber sie haben halt kleine Flammenwerfer, und das ist etwas, was sie aus dem alten Necromunda übernommen haben. Sie haben an eine Schrotflinte einen Flammenwerfer getackert, an ein Sturmgewehr einen Flammenwerfer getackert. An die Handfeuerwaffen, die Pistolen, haben sie ausnahmsweise keine Flammenwerfer getackert. Aber genau, sie die habe ich nämlich auch gerade im Bild, ja. Aber sie haben an den Eviscerator, also diese Zweihand-Kettensägen-Kettenschwert, haben sie einen Flammenwerfer getackert, und auch an die Einhand-Kettenachse ist auch ein Flammenwerfer geschraubt. Tatsächlich. Gibt fast kein Modell, was keinen Flammenwerfer an irgendeiner Waffe hat. Abgefahren. Und die sind halt vom Fluff her, sind die halt ein echtes Problem, nicht nur für die anderen Gangs, sondern auch für die Obrigkeit, also für die Enforcers, weil die halt weltliche Obrigkeiten einfach nicht anerkennen und der Meinung sind, ja, auch die Enforcers sind ja korrupt und deswegen nicht stark genug im Glauben, also können wir die auch anzünden. Ach, schön. Okay. Total vertrauenserweckende Typen. Ja, und sie tragen alle so Masken, die so ein bisschen an den venezianischen Masken bei erinnern. So ganz leichter Einschlag. Und sie haben Dragon Ball Frisuren. Fällt das ja teilweise auf, haben sie Dragon Ball Frisuren. Die Haare haben, also der mit der Granate in der Hand. Genau. Mit dem Sturmgewehr, der sieht wirklich aus wie Son Goku von den Haaren her. Das ist eine ganz, ja wirklich, oder? Ja, das stimmt, also, so dieses Spiky. So komplett andere Design, die Designrichtung, was das angeht, von GW, kennt man das nicht so. Also da ist auch dann der Zusammenhang zu den regulären Corduas hergestellt. Die Corduas tragen auch diese Masken. Mhm. Und noch ein Design-Element, was die Corduas auch mit drin haben. Die Corduas tragen um den Hals so eine Galgenschlinge, auch klassisch mit einem Henkersknoten. Mhm. Und diese Galgenschlinge mit Henkersknoten haben jetzt die Redemption Crusade-Miniaturen, haben die jeweils am Gürtel hängen. Also da übernehmen sie bestimmte Elemente der Hauptgang. Also ist das so eine Subfraktion der Corduas? Ja, mehr oder weniger. Also die Corduas sind die normalen Fanatiker und der Redemption Crusade dreht das nochmal auf 11. Ganz geil. Und wie gesagt, man kann sie
als Verstärkung oder als Spezialisten dann wohl in die reguläre Cordor-Gang mit reinnehmen oder man stellt sie als eigene Gang auf. Als eigene Gang sind sie, glaube ich, automatisch gesetzlos. Okay. Das ist dann aber für Kampagnen bei Necromunda relevant. Okay. Und das spricht ganz, ganz stark dafür und das ist so ein Ding, weswegen ich es spannend finde, dass sie die jetzt so rausbringen. Die gehören zu den, auch gehörten im alten Necromunda zu diesen Outlaw-Gangs, die halt zusätzlich zu diesen regulären Ganghäusern funktionierten. Ja. Das lässt ganz, ganz stark hoffen, dass, wenn sie die regulären Gangs nach und nach rausgebracht haben, dass sie diese Outlaw-Gangs, also Scavies, das sind diese ja, Mutantenbanden, rausbringen, dass sie die Redskins, die sie wahrscheinlich massiv überarbeiten müssen, rausbringen werden. Das sind diese Underhive-Eingeborenen, die haben sie damals in den 90ern mit einem ganz starken Einschlag Native Americans entwickelt. Das könntest du, glaube ich, heute in der Form nicht mehr zwingend machen. Ja. Und ich gehe davon aus, und das ist auch wohl in irgendeinem Interview mal indirekt bestätigt worden, dass sie die Spyras rausbringen, also praktisch diese Makropol-Adligen, die in irgendwelchen überlegenen Kampfanzügen losziehen und Underhiver jagen gehen. Ja, weil sie Bock drauf haben, oder wie? Genau, weil sie Spaß dran haben. Mega, mega gute Idee. Aber dann ist es ja tatsächlich so, dass ja zumindest die Hauptgangs ja alle demnächst draußen sind. Meinst du, dass wir dann vielleicht nächstes Jahr eine neue Edition von Necromunda erwarten können? Eine zweite Edition nach der Neuauflage? Glaube ich nicht. Also ich glaube, sie werden einfach, wenn dann alle Hauptgangs draußen sind, glaube ich, werden sie wirklich als große Erweiterung, werden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit dann wirklich diese ganzen Outlaw-Sachen etc. bringen. Ich meine, da bietet sich ja auch genug Raum an, um da noch neue Sachen hinzuzuentwickeln. Mhm. Weil zum Beispiel, wenn man sich die Necromunda Uprising-Box anguckt, die Meatgrinder-Kulte, die gab es im alten Necromunda ja auch nicht. Die sind ja zum Beispiel eine neue Entwicklung. Du hast vollkommen recht. Ja, damit so ein bisschen der Chaos-Einfluss stärker reinkommt. Auch, genau, ne? Also ich glaube, da werden sie in die Richtung sozusagen eher vorerst Erweiterungen bringen, statt dass sie da jetzt sozusagen dann direkt eine zweite Edition bringen, weil die, ich glaube, selbst die Leute, die halt sehr begeistert sind von Necromunda, werden jetzt nicht zwingend irgendwie zweite Edition Grundboxen kaufen, weil die haben im Normalfall genug Gelände, genug Miniaturen. Das wird, glaube ich, nur erst dann interessant, wenn sie sagen, gut, wir bringen das Grundbuch in der zweiten Edition einzeln raus und haben da vielleicht eine kleinere Box mit irgendwelchen Gimmicks, aber kein komplett neues Grundspiel. Naja gut, aber eine kleinere Box mit Gelände und so weiter haben sie jetzt rausgebracht. Diese wunderbare Überleitung, Gregor. Hast mir wunderbar den Ball zugespielt. Denn sie haben ja tatsächlich noch angekündigt, dass eine neue Zweispieler-Starterbox rauskommen soll zu Necromunda namens Hive War. Und das könnte man für eine neue Edition, wenn man einfach andere Arten von Gelände reinpackt, die alten auch dazu kriegen. Denn Hive War ist eine kleinere Art von Zweispieler-Starter-Set für Necromunda mit weniger Gelände, aber dafür auch anderes Gelände, weil das so ein bisschen, entweder sind das Straßenkämpfe oder sind die Indoor. Die sind das ist Indoor. Gebäude drin, ne? Genau. Ja, das sind Indoor-Geländestücke kämpfen. Also das ist Gelände, wie sie es schon in der Necromunda Uprising-Box drin hatten, diese Wände und Säulen. Also da sieht man sehr deutlich, wenn man die Gussrahmen zu Hause hat, wie bei mir das der Fall ist, sieht man schon deutlich, das sind dieselben Gussrahmen, nur einfach deutlich weniger davon. Und sie haben zwei Gangs drin, die schon länger erschienen sind. Sie haben die Escher drin, die es ja auch in der großen Grundbox gibt. Und sie haben die Deluxe drin, die es bisher immer nur als Einzelbox gab. Und so wie das zumindest auf dem Bildmaterial, was man bisher sieht, so von wegen What's in the Box, das sind im Grunde genommen die beiden Gang-Startboxen für die beiden Fraktionen. Ganz genau, also keine besonderen Modelle da drin. Genau. Ne? Dazu das normale Scatter-Terrain, was sie in jeder Necromunda-Zwei-Spieler-Box bisher auch drin hatten. Ist das Scatter-Terrain? Das rechts, diese Barrikaden und Objectives, diese Säue, diese kaputten Türen und sowas, Die waren auch in der ersten großen Box drin, die ja nun Outdoor war. Okay, alles klar. Neu, also praktisch in dem Zwei-Spieler sind halt wirklich diese Zone Mortalis, Säulen und Wände. Die hattest du bisher nur in der Uprising-Box drin. Mhm. Aber alles andere, also Spielkarten, Marker, Regelbuch, Würfel etc., sind im Grunde genommen genau das, was du in den bisherigen zwei Spielerstartern auch bekommen hast. Es ist halt nur einfach ein bisschen weniger Gelände und dadurch mit hoher Wahrscheinlichkeit auch einfach günstiger. Und das haben sie im Stream auch bestätigt, als die bisherige Starterbox. Also ich gehe mal davon aus, es wird wahrscheinlich so irgendwas um die 20, vielleicht 25 Euro UVP das als die bisherige Zweierbox sein. Also 20 Euro weniger vielleicht, aber 20 doch nicht. Nee, also nein, nicht für 20, sondern 20 Euro weniger, das meine ich. Ja, das denke ich nämlich. Ja, also auch, die verkaufen sie nicht für 20 Euro, weil da kostet eine Gangbox schon mehr.
Ja, genau. Also ich denke, das ist so ein Ding, was wahrscheinlich 80 Euro kosten könnte. Ja, so zwischen 80 und 90 Euro würde ich vermuten. Vielleicht auch, dass sie wirklich die 100 Euro glatt machen und dann mit den Rabatten bist du am Ende bei irgendwas um die 80 Euro. 85, 85 Euro im VK beim Einzelhandel. Das ist schon recht wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, auch ein guter Einstieg für Leute, die einfach reingucken wollen oder die halt sagen, ich habe ohne Ende Gelände. Ich brauche nicht noch eine Box, die irgendwie meinen Geländestapel um zwei Umzugskartons erweitert. Ja. Ja gut, wobei dann ist dann die Frage, warum man da mit der Box einsteigen sollte. Also weil dann kann man auch sich das Subwoofer reinzukaufen. Weil gehen wir davon aus, jemand, der passendes Gelände für dieses Spiel hat, der wird dann mit Sicherheit auch die passenden Würfel und Schablonen davon haben. Gut möglich. Also die Würfel sind teilweise für Necromunda Spezialwürfel, die müsstest du dir dann extra kaufen. Ist das so? Ach, sehe ich jetzt auch erst. Ja, stimmt. Ja, es sind nicht einfach nur für 6, ne? Aber die haben halt diese Spezialwürfel, was das Thema Verwunden angeht, und die haben die Schnellfeuerwürfel. Ja, okay, alles klar. Ich ziehe meinen Einwand zurück. Genau, und sie, aber was sie schreiben, und das ist eigentlich so ein bisschen der interessante Faktor, sie schreiben explizit Updated Rulebook, das bedeutet, das Regelwerk wird vermutlich um FAQs und sowas ergänzt sein, wird also nicht identisch mit dem sein, was man in den bisherigen Grundboxen hatte. Ja, es wird 104 Seiten beinhalten, das Buch. Ich weiß nicht, wie groß das normale Necromunda-Buch ist. Müsste ich nachgucken, das normale ist, glaube ich, ein bisschen größer. Ich vermute mal, mit diesem Updated Rulebook ist vielleicht ein bisschen weniger Fluff-Material drin. Das macht durchaus Sinn. Das könnte zumindest sein. Ja, das ist so das für Necromunda. Ich bin gespannt, wenn das Corder-Buch raus ist, fehlt auch wirklich nur noch das Buch für die Deluxe. Und dann ist da alles erschienen, was man für die Basisgangs erstmal rausbringen kann. Ich meine, sie werden parallel weiter Einzelminis über Forge World rausbringen. Da haben sie Ja. jetzt gerade für die Cordos haben sie jetzt letztens zumindest angekündigt, ein ganz hübsches Modell mit schwerem MG. Ein Typ, der offenbar glaubt, dass der Imperator durch Ratten mit ihm spricht. Und ja, der hat auch einiges an Rattenmodellen bei sich auf der Base und auf seinem Modell rumlaufen. Sehr gut. Apropos, wo wir gerade bei Necromunda sind, hast du mitbekommen, dass ein neues Videospiel angekündigt wurde für Ja, Necromunda? Und zwar Necromunda ein Hired Ego-Shooter. Gun und Doom für 40k hat das ein Kumpel von mir genannt. Zumindest verkaufen sie es so als das. Ob es da natürlich die Qualität hat, weiß man nicht. Aber was der Trailer tatsächlich zeigt, ist, dass die Bewegung offensichtlich auch genauso dynamisch abläuft, wie es bei Doom zu sein scheint. Und daher, ich bin gespannt. Es sieht sehr, sehr gut aus. Und vor allem scheint es endlich mal ein 40K-Spiel ohne Space Marines zu sein. Richtig, wo ich dabei drüber gestolpert bin, das ist eine schöne Verknüpfung zwischen Miniatur und dem Videospiel. Es gibt einen Screenshot aus diesem angekündigten Videospiel. Da hält er eine dicke Ratte in der Hand, die anscheinend eine Zündschnur hat. Das sieht so aus, als ob man Rattenbomben werfen kann nach Leuten. Sehr gut. Das würde in Necromunda auch vom Stil her sehr gut reinpassen. Ja, also das war tatsächlich jetzt nicht Teil des Community-Events, aber das fiel mir jetzt gerade noch ein, weil das auch die letzten Tage tatsächlich angekündigt wurde und dieses Jahr sogar noch erscheinen soll. Genau. Gucken wir mal. Genau, gehen wir weiter. Wir haben hier noch Warhammer 40k. Genau, wir haben Da haben sie 40k und Age of Sigmar. drei. Die beiden Sachen haben wir noch. Genau, gehen wir mal zu Warhammer 40k, weil da ist ein bisschen weniger angekündigt worden. Ja, stimmt. Also einerseits, genau, also einerseits haben sie jetzt angekündigt, dass ein neuer Kodex fürs Adeptus Mechanicus kommt. Ganz genau, und es kommt auch eine neue Figur dazu. Jein. Bisher? Jein. Bisher haben sie die gezeigt. Sie haben eine Figur gezeigt, aber sie haben im Stream, also einerseits haben sie wieder so ein Teaser-Video, wo sie Sachen sehr diffus andeuten, von wegen besseres Gitarre bauen. Und zweitens haben sie im Stream im Gespräch gesagt, dass. Sie haben Build-Up Better Skitarii. Ist die Genau. Frage, ob sie nur eins Skitarii besser machen wollen, also einen besseren, oder ob sie gleich alles irgendwie verbessern wollen. Nee, aber sie schreiben ja auch auf der Website, also sie haben nicht nur einen neuen Commander, sondern also sie schreiben im Englischen, the entire range has been given the once over. Das bedeutet, die werden offenbar einiges an Minis überarbeitet haben. Und im Stream haben sie im Gespräch auch explizit gesagt, dass Adeptus Mechanicus wohl neue Flugeinheiten und neue Kavallerie kriegen soll. Neue Kavallerie, die haben doch erst die. Ja, die haben Ah, ist auch schon diese wieder ein Jahr komischen. her. Ah, ist auch schon wieder ein Jahr her. Ja. Und es wird wohl so sein, dass, und das wird interessant gerade, was Umbauten angeht, dass sie wohl mit reinbringen, dass die Tech Priests anfangen, irgendwelche Xenos-Technologie irgendwie umzubauen und zu verwenden. Gucken wir Ja, mal, was da rauskommt. die Inquisition drückt ja sowieso das ein oder andere Auge da mal zu, ne? Ja,
bei sich selber oder anderen. Ganz genau. Ja, genau. Also, aber was wir zumindest jetzt gesehen haben bisher, war tatsächlich einmal, dass der neue Codex kommen wird. Genau. Und ein neues Charaktermodell wird das sein. Das ist der, genau, das Gitarre Marshall. Der flasht mich, das Modell. Also ja, an sich hübsch, aber das macht GW ja ab und zu. Das Modell ist mir zu überladen. Das Auge, also da findet man bei mir das Auge keine Ruhe. Doch, beim Umhang. Ja, das ist aber auch alles. Das ist eine sehr glatte Fläche. Es geht mir genauso. Also er hat mich tatsächlich auch nicht mitgenommen, weil der mir tatsächlich zu überladen ist, um cool zu sein für mich. Aber ich bin auch sowieso kein großer Freund von den Skitari. Das liegt aber auch daran, dass ich auch Steampunk-technisch nicht der große Fan bin. Also die Steampunk-Designs hauen mich nicht weg und die Skitari haben ja nun natürlich ein bisschen 40k-Style, trotzdem relativ steampunkigen Einschlag. Absolut. Und daher, ich kann jeden verstehen, der das total geil findet. Ich kann da jetzt tatsächlich aus persönlicher Ebene leider nicht sagen, dass es mich sehr anmacht, auch wenn das wahrscheinlich wieder technisch ein sehr gutes Modell sein wird. Mit Sicherheit, ja, aber Designs sind ja auch immer Geschmackssache. Ganz genau, ganz genau. Und mehr dazu sehen wir auch gar nicht. Genau, und dann haben sie, und das ist zugelassen jetzt in dem ganzen Preview, was sie gemacht haben, ein Modell angekündigt, wo ich im ersten Moment gedacht habe, das ist das faulste Redesign der letzten Zeit. Frage nach dem Motto, gab es das nicht schon? So in etwa. Ja, das war mein Gedanke. Sie haben für die Sororitas haben sie einen neuen Panzer angekündigt, den Castigator. Und selbst, also ich habe gesagt, okay, sie haben einfach ein Predator-Modell genommen und das einmal durch die Sororitas-Bitskiste gerollt. Ja, das kam sehr schön ausgedrückt, ja. Und mehr ist daran nicht passiert. Also klassisches Rhino-Chassis, ja. Turm vom Predator mit minimalen Abwandlungen und dann halt jede Menge Sororitas-Symbolik draußen draufgeballert mit irgendwie diesen Flammenschalen und hier eine Lilie, da noch irgendwie ein Kreuz drauf, da das Inquisitionssymbol rangeknallt, hier noch eine Statue dran, aber du erkennst halt sehr, sehr genau dieses Predator-Design wieder. Total, also ich habe tatsächlich, als ich das gesehen habe, ich gedacht so, ja Mensch, kriegen die alten Space Marines doch noch was? Also nicht die Primaris, sondern die normalen Space Marines. Und dann, ach nee, sind ja die Sororitas. Und dann habe ich gedacht, naja gut, stimmt schon, wenn man das Modell des Rhinos mochte, aber die, und jetzt steinigt mich gerne, die normalen Space Marines halt auslaufen und die neuen einfach die alten Fahrzeuge nicht mehr nutzen, gibt es zumindest die Möglichkeit, die ikonischen Fahrzeuge so noch weiterzuwenden bei den Sororitas. Genau. Aber du hast vollkommen recht. Also mich hat es nicht vom Hocker gehauen, weil just another tank. Genau. Und halt irgendwie kein kreatives neues Design, sondern Revamp von einem, ja, salopp gesagt, uralt Design. Total, total. Also und dann einfach überall so ein paar Insignien ran. Ja. Und damit kommen wir bei 40K zumindest zu der Ankündigung, die mich am stärksten überrascht hat. Mich auch. Schön, schön, dass es dir genauso ging. Es war so, okay, ich habe mir das Video angeguckt. Die Videos sind auch alle auf der Warhammer Community-Seite für die von euch, die sich das angucken wollen. So Höhlenmalereien, Ork-Höhlenmalereien mit einer Ork-Erzählerstimme. Aber nicht nur einer Ork-Erzählerstimme, sondern ein zweiter Ork scheint sich einzumischen, kriegt direkt auf die Fresse. Und zwar bringen sie offenbar eine neue Subfraktion, Clan, für die 40k-Orks raus, nämlich die Beast-Snuggers, die offensichtlich so ein bisschen Monsterjäger sind. Und offenbar ganz, ganz stark das Squig-Thema, was sie bei Age of Sigmar ja mit den Squigs für die Goblins dort schon massiv fahren. Das greifen sie jetzt für 40k mit den Beast-Snuggers offensichtlich auf, denn sie bringen jede Menge Squig-Arten, unter anderem Cavalry, die auf irgendwelchen großen Schweine-Squigs reiten. Das wird offenbar der Nachfolger zu den klassischen Snakebite-Wildschweinreitern. Richtig, genau. Also so ein Ork, der tatsächlich auf einen Squig mit vier Beinen reitet, der eine Schweinenase hat. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe vorher nicht gesehen, dass es unter dem Warhammer 40.000 Label lief. Ich dachte tatsächlich, das wäre ein Age of Sigmar Modell. Ja, das haben mehrere Leute gedacht. Weil der wirklich sehr archaisch aussieht und sehr, also fast schon, ja, Höhlenmalerei passt es ganz gut, ne? Sehr steinzeitlich. Und da haben sie, also wenn man sich das Video mit den Höhlenmalereien anguckt, da deuten sie noch ein bisschen was an weiteren Designs an, die kommen. Also sie haben einerseits dieses Boss-Modell, was da in dem Video relativ zum Schluss zu sehen ist, mit dem Tierschädel auf dem Schulter. Mhm. Sie haben diese Squig-Reiter, von denen man jetzt das erste Modell schon zu sehen kriegt.
Und sie haben, wenn sozusagen die Kamera da schwenkt, sie haben da offenbar so eine Art mit Knarren bestückten Streitwagen, der von dieser Art Squig gezogen wird. Ja, ja, richtig. Ich habe mich ein bisschen an Dino Riders erinnert. Mich auch, zugegebenermaßen. Und wo ich drüber gestolpert bin, das liegt primär aber an der Bemalung. Ich weiß nicht, hast du Horizon Zero Dawn, das Videospiel, gespielt? Ja, also nicht viel, aber tatsächlich ein bisschen. Ja, stimmt. Das, die Verkleidungs- oder Panzerungsteile an dem Squig und auch an dem Reiter, dieser Schulterpanzer, da musste ich an Horizon Zero Dawn denken. Also gerade so dieses weiße, cleane Keramik. Aber auch Konzept. Nicht ohne, ne? Also das drängt sich tatsächlich auf, weil du hast tatsächlich stark die Mischung von so einem steinzeitlichen Stamm, der mit moderner Technik gepaart genau. ist. Also da ist, also das ging mir auch so. Moment, ich dachte so, hä? Wäre das anders bemalt, also wären das nicht diese weißen Panzerungsteile, wäre es mir, glaube ich, nicht so schnell aufgefallen. Aber gerade mit diesem weißen Keramikstil war bei mir die Assoziation relativ naheliegend. Ich bin gespannt. Also ich finde das gerade für die 40k Orks mal sehr erfrischend. Also gerade die Snakebites haben ja seit, ich weiß nicht wann, nichts Neues mehr an eigenen Designs gekriegt. Ich glaube, die Snakebite-Designs sind immer noch die aus den späten 90ern. Oh, okay. Also dafür stecke ich tatsächlich gar nicht so viel drin. Ja, also ich habe mich mit den Snakebites letztens für ein Video ein bisschen befasst und da ist halt, glaube ich, seit Jahrzehnten nichts rausgekommen. Na gut, vielleicht werden sie jetzt durch die ersetzt. Ja, also das halte ich auch für möglich, dass sie die so ein bisschen, dass das die Neuinterpretation der Snakebites wird. Ja. Ach, nett. Okay, dann kommen wir vom zum großen letzten Punkt und zwar vom, ja, wie soll ich sagen, urzeitlichen Fantasy kommen wir zum High Fantasy. Und zwar Warhammer Age of Sigmar. Da gab es tatsächlich, finde ich, die größte Ankündigung. Und zwar haben sie eine neue Fraktion angekündigt, die vorher natürlich auch schon ein bisschen angeteased wurde, ne? Ja, natürlich. Also gerade durch Cursed City haben sie da schon Andeutungen drin gehabt. Ach, total. Und sie hatten ja auch schon mit der einen Underworlds-Fraktion. Richtig, die Bande, genau. Genau, so, jetzt lass mich kurz gucken, wie die Fraktion heißt. Das soll ich es verraten oder möchtest du selber? Verrate du, bevor ich es jetzt hier gefunden habe. Die Soulblight Gravelords, das wird die neue Vampir-Fraktion für Age of Sigmar. Ganz genau. Und die damit sind wir auch beim klassische Untote auch drin haben. Genau, also die klassisch Zombies drin haben, Skelettkrieger. So extrem viel gibt es auch für die Fraktion noch nicht zu sehen. Mhm. Also auch wenn es schon eine Menge Designs sind, die sie zeigen. Sie haben komplett neue Vampirritter, die offenbar so die Nachfolger im Design zu den Blood Dragons. Das sind die Blutritter. Also genau. es gab tatsächlich schon die Einheit der Blutritter für die Vampire. Okay. Das war damals dieser Resin-Bausatz, also Resin. Ah, ja, okay. Die 2011 oder so rausgekommen sind oder noch vorher, ich weiß gar nicht, da waren sie vielleicht nicht Resin, sondern waren Metall. Fünf Rittermodelle für 85 Euro, sag mal, seid ihr bescheuert. Ja. Und wäre jetzt nicht mehr so der große Aufreger, aber das sind tatsächlich die Blutritter, die hatten auch den Namen und die neuen Blutritter sehen tatsächlich so viel hübscher aus auch. Sind wirklich hübsche Modelle, muss man ganz nüchtern sagen. Und ich weiß, dass zumindest bei mir im Umfeld ist das, als die Leute die Designs gesehen haben, gesagt, wir werden diese Box sowas von auseinandernehmen für Bits für Drukhari. Weil gerade so Torso-Panzerung und so ein Zeug, Arme, teilweise vielleicht auch Köpfe, lassen sich, glaube ich, für Drukhari-Umbauten gut verwenden. Aber ja, es sind hübsche Designs, also gefallen mir wirklich gut. Ich bin gespannt, was sie aus dem Rest der Miniatur, also der Range machen. Mhm. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass sie dem klassischen Blutritter-Design relativ treu geblieben sind. Ich weiß gar nicht, es gab ja, also ich bin ja halt nur im Warhammer Fantasy tatsächlich einigermaßen drin. Und da gab es ja auch zur sechsten Edition gab es noch die verschiedenen Vampir-Clans. Das waren die Blutdrachen, ne? Genau, ja, Blutdrachen. Das waren diese Vampir-Ritter. Genau, und da sind sie vom Design wirklich sehr, sehr ähnlich geblieben, natürlich modernisiert. Mit einer Ausnahme, die Pferde sind jetzt keine vampirartigen Pferde mehr, sondern die haben, oder? Es sind Skelettpferde. Ja, es sind auch keine Skelettpferde, nur der Kopf ist skelettiert. Ah, okay. Oder nicht mal das. Kann das sein, dass sie normale Pferde haben und dann haben sie irgendwie den Skelettkopf um das Pferd drum gesetzt oder so? Oder guck mal, bin sonst mir haben die nicht ganz sicher. Normales Fell. Die haben ganz normales Fell. Bis der haben Kopf sie? Also ich sehe nur die praktisch Hufe. Aber das ist halt Horn. Aber der Rest ist komplett schwarz, sieht aus wie schwarzes Fell. Stimmt, hinten, also wenn man sich anguckt, hinten beim Hinterkörper der Pferde, das sieht so nach normalen Beinen aus. Stimmt. Das sind ganz normale Pferde offensichtlich. Faszinierend. Also
irgendwas, also entweder haben sie den so eine Art Schädelhelm aufgesetzt, dass es ein Teil des Helms ist, oder sie sind auf dem Kopf skelettiert, was relativ komisch wäre. Aber auf jeden Fall sehr hübsche Modelle, muss man tatsächlich sagen. Gefallen mir sehr, sehr gut. Das waren nämlich die einzigen. Sie haben nämlich auch noch Skelette. Genau, und ich finde diese neuen Skelette extrem schick. Also, die sind derselbe Skelettkrieger-Stil wie die bereits gezeigten Modelle für Cursed City. Richtig. Fahren denselben Stil, würden halt auch, wären auch eins zu eins praktisch austauschbar. Mhm. Ich mag das sehr, gerade weil sie diese vergleichsweise ungewöhnlichen Helmformen haben und. Erinnern die dich nicht auch so ein bisschen an so ein bisschen diese Sarazenen? Ja, Osteuropäer und Sarazenen, ja. Also das auch, ist auch, glaube ich, gewollt, weil wenn man sich bei Cursed City den einen Boss anguckt, ja, der ja auch so osteuropäisch inspiriert ist, und wenn man dann davon ausgeht, okay, diese Skelette sind halt einfach seine Soldaten, dann hast du so eine Designlinie, die so ein bisschen zueinander passt. Genau, sie haben Rundschilde, sie haben zum Großteil Chromsäbel. Ja. Und da ist einer mit einem Banner und da ist auch ein Halbmond drauf. Richtig, genau, der Halbmond mit dem Schwert dadurch. Genau, also das ist, finde ich, schon eine Ikonografie, die sehr in diese Richtung hindeutet. Ich bin relativ zwiegespalten, muss ich sagen. Also vielleicht müsste ich sie A, unbemalt sehen und B, aus anderen Perspektiven. Ich bin aber ein Freund von guten Skeletten und ich fand ja auch tatsächlich die Skelette aus der Warhammer Underworlds Box, die fand ich groß. Die habe ich mir tatsächlich gekauft, weil ich die extrem geil fand. Und auch die Skelette aus der Cursed City fand ich extrem hübsch. Bei denen hat es mich nicht vom Hocker gehauen und fragt mich nicht, warum. Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil da zu viel Rüstung und zu wenig Skelette sind. Vielleicht, weil es eine neue Art von Verfluchten eher darstellen. Möglich. Ja, ich wollte sagen, die Verfluchten waren doch ursprünglich so diese schwere Skelettinfanterie, ne? Genau. Und im Endeffekt sind das ja alles Typen hier mit Panzerplatten und so weiter, ne? Also vielleicht sind sie eher eine Art Verfluchte als wirklich Skelette. Mhm. Es fällt mir jetzt gerade beim Durchklicken der Bilder auf, wenn man sich die Skelette anguckt. Wenn du dir mal das Bild anguckst, wo die beiden Skelette mit Krummsäbeln drauf sind, der linke, der obere von beiden, wenn du da die Brustplatte anguckst und guck dir die Schäden anguckst, dann sieht das aus, als ob der in der Brustplatte Einschusslöcher hat. Also nach dem Motto, gegen die Free Cities gekämpft und irgendwie von Musketenschützen zusammengeschossen worden. Ja, richtig, das ist nicht aufgerissen, sondern es kann aber auch Rost sein, ne? Weil du siehst darunter tatsächlich, und das muss ich sagen, ey, wenn die wirklich so klein sind, du darunter tatsächlich noch den vernünftig detailliert erkennst, dass da der Brustpanzer drunter ist. Das ist richtig. Respekt. Aber könnte das sein, Einschusslöcher? Könnte aber auch tatsächlich Rost zerfressen sein. Aber, also wie gesagt, mir liegen die Skelette als Modelle schon sehr. Ist ein schöner neuer Take. Und das sind ja auch Modelle, die offenbar, zumindest laut der Beschreibung, nicht nur jetzt für die Soulblight Gravelords gedacht sind, sondern es sind klassisch diese Standard Deathrattle-Skelette, die halt auch irgendwie beim Untoten ganz normal eingesetzt werden. Das ist super. Also ich meine, ich fand die Deathrattle-Skelette, die ganz normalen, die fand ich bis heute immer noch sehr hübsch, einer der hübschesten Skelettbausätze. Aber ich finde, die funktionieren auch heute noch relativ gut. Aber warum auch nicht? Und immerhin hätten da keine neuen Not getan. Welche aber Not getan haben seit langer, langer Zeit, sind die Zombies. Weil ganz ehrlich, die Games Workshop-Zombies sind mit die schlechtesten Miniatur-Zombies aus Plastik mittlerweile, was das Design angeht. Also ich finde, die gehen absolut gar nicht mehr. Ich weiß nicht, die sind irgendwie aus den späten 90ern, Anfang 2000. Ja, und seitdem ist nichts passiert. Genau, und da haben sie jetzt endlich neue Zombies rausgebracht. Aber auch das sind natürlich nicht nur Zombies, weil es ist ja Games Workshop, das sind die Deadwalker-Zombies, weil das kann man sich da wieder copyrighten. Genau. Ich bin zu zynisch, es tut mir leid. Alles gut, ich kann mit diesem Zynismus sehr gut leben, er ist ja realitätsnah. Und es sind sehr schöne Zombie-Modelle, die haben aber natürlich, und da kommen wir wieder zum Zynismus, weil es seit Games Workshop was Spezielles sein muss und nicht generisch sein darf, sind alle Zombies, warum auch immer, von Wurzeln durchwachsen. Und das ist, finde ich, leider der Punkt, den ich nicht mag an denen. Mhm. Wobei das, also wo ich sage, ja, es ist wieder zusätzliche Arbeit. Ein paar von den Modellen, da kann man, glaube ich, beim Bau einfach dieses Holzzeug einfach abknipsen und ignorieren. Wahrscheinlich kann man das machen. Und ich glaube auch, ganz ehrlich, bei so ein paar Modellen finde ich das auch ganz geil, wenn da irgendwie noch eine Wurzel oder was rausguckt. Aber das ist die komplette Designidee von denen, dass sie komplett allesamt Wurzeln haben, die durch den kompletten Körper wachsen. Inklusive des einen Typen,
der auch aus der einen Reihe kommt, die wir auch in The Cursed City gesehen haben. Der mit dem Grabstein? Zombies sind, die offensichtlich an ihren, Sargdeckel gefällt wurden. Da würde ich die Hintergrundgeschichte gerne wissen, warum da alle Zombies an ihrem Sarg, an den Sargdeckel genagelt wurden. Mhm. Weil wir jetzt gerade bei diesem Thema Sargdeckel sind, der Zombie, der wirklich nur den Deckel auf dem Rücken hat und diesen riesigen Pflock durch den Rücken, da finde ich es beim Design auch wieder ganz spannend. Der trägt eine Brustplatte und die ist halt sozusagen auch von hinten durchstoßen. Ja, ja, die ist nach außen aufgebogen. Ne? Genau. Also auch da irgendwie schöne Designideen, ist jetzt auch mit den ganzen Wurzeln, wo ich sage, ja, ein paar Modelle in der Box mit diesen Wurzeln fände ich passend. Alle finde ich ein bisschen zu viel. Bin ich bei dir. Aber ja, die Überarbeitung haben sie dringend benötigt. Ach, total. Also wie gesagt, alles ist besser als die alten Zombies von Games Workshop. Mhm. Ich bin ja ein ganz großer Freund mittlerweile von den Fireforge-Plastik-Zombies. Ich finde, die kommen an die hier auch von der Qualität relativ gut ran. Fireforge oder Mantic? Fireforge. Die Mantic-Zombies sind auch cool, aber die von Fireforge sind natürlich ein bisschen neuer und dementsprechend sehr viel variabler. Die von GW haben natürlich viel schönere Posen, weil die, also die jetzigen, weil die natürlich nicht nach dem klassischen Standard sind, hey, du hast den Oberkörper, da setzt du die Arme und den Kopf ran, sondern hier wird das wahrscheinlich, wie wir die GW-Modelle der letzten Jahre kennen, werden sie monoposenartig sein, vielleicht kannst du mal den Kopf austauschen oder so, wodurch du aber sehr viel schönere Posen realisieren kannst. Ja, da bin ich bei dir. Ja, also ich finde zum Beispiel den weiblichen Zombie ziemlich geil, mit der diesen Schlachterbeil in der Hand hat, ja, mit zwei Händen und wo der Kief offensichtlich fehlt. Das ist nochmal so eine schöne Zombie-Trope, die da nett aufgegriffen wurde. Ja, 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 bin ich bei dir. Irgendwie gute Ideen, gute Überarbeitung insgesamt. Mhm. Aber es ist ja nicht das Einzige, es sind ja nicht die letzten Modelle, die sie gezeigt haben. Nee, drei weitere noch, ne? Genau, sie haben nämlich die neuen Vampir-Fledermäuse. Ich glaube, im Englischen nennen sie die Jungs Fellbats. Mhm. Ganz genau. Haben sie gezeigt. Das wird wahrscheinlich dann auch so eine Dreierbox werden, wenn sie jetzt hier die drei schon nebeneinander zeigen. Sie waren damals im Fantasy, Warhammer Fantasy, ich weiß nicht, wie sie bei Age of Sigmar hießen, aber waren das im Endeffekt Riesenfledermäuse. Ja. Ganz profan. Ja, das sind sie jetzt im Grunde genommen zumindest visuell auch wieder. Ich gebe zu, also ja, soll dynamische Posen haben, dass die irgendwie in der Luft fliegen. Das haben sie ja mit diesen Ästen oder woran die zwei von den Modellen hängen auch gemacht. Sieht aber gefühlt, gerade bei der Figur in der Mitte, so ein bisschen albern aus. Als ob er irgendwie den Ast im Hintern stecken hat und da jetzt drauf hängt. Ja, also auch da, ne? Also man könnte jetzt denken, ich finde alle Figuren total scheiße, aber nein, ist es ja gar nicht. Aber designtechnisch ist einfach ist mittlerweile viel von GW, oder habe ich mich vielleicht von GW wegentwickelt, muss man mal so sagen. Weshalb ich alles nicht uneingeschränkt geil finden kann. Ich finde die Dinger eigentlich ganz cool, aber ja, stimmt, da gebe ich dir recht, dass wie sie in der Luft gehalten wurden, weil sie dann nicht mehr die transparenten Stäbe haben wollten, ist in diesem Fall so mittelcool. Also das Modell, was da auf an diesem, sich an diesen Stein klammert und so kurz davor ist abzuspringen oder so, das finde ich ganz schick. Das ist nämlich der nicht fliegt. Genau, den finde ich irgendwie gut, die anderen beiden sind so meh. Aber sind das Riesenfledermäuse oder sind das Vampire, die sich in Fledermäuse verwandelt haben, weil die dann doch sehr, sehr menschlich aussehen, ne? Also hier steht zumindest im Begleitpack sozusagen geflügelte Freunde für die Vampire. Das würde ich nicht so lesen, als ob das Vampire sind, die sich verwandelt haben. Damit haben wir das Vorletzte, was sozusagen Ankündigung ist zu Age of Sigmar, weil die Soulblight Gravelords kriegen natürlich auch ihr eigenes Battletome. Na klar, das kriegen sie und dazu gehören dann auch zwei der Charaktermodelle, die vorher schon präsentiert wurden über Einzelpreviews. Der sogenannte Red Lord, wo wir dann wieder bei Ratten sind, also ein Vampir, der mit sehr viel Ratten-Thematik arbeitet. Und diese eine Vampirin mit diesen wehenden Haaren, wo, glaube ich, die Fledermäuse ihre Haare halten, was ich als extrem hübsches Modell empfinde. Ja, richtig, bin ich bei dir. Das gefällt mir sehr, sehr. Und sie haben natürlich, und das machen sie jedes Mal, sie haben immer irgendwo noch einen Teaser drin, der halt eigentlich überhaupt nichts verrät. Sie haben ein Teaser-Video drin gehabt. Sie haben selber gesagt, so, wir werden nicht verraten, worum es da geht. Das ist für den Metaplot relevant. Da taucht offenbar ein neuer Charakter auf in diesem Broken Realms-Metaplot, der halt irgendwie mit dem Nekrobeben und der Morati-Storyline, die jetzt gerade läuft und sowas verknüpft ist. Das ist das, was jetzt wahrscheinlich irgendwie dieses Jahr, ich denke mal in der zweiten Jahreshälfte, weil sonst wären sie nicht so extrem vage geblieben, kommen wird.
dass da ein weiterer Kampagnenband kommen wird und wo offenbar irgendjemand auftaucht, der bisher nicht in Erscheinung getreten ist. Apropos, meinst du der große Sommerrelease dieses Jahr, weil Kampagne kommt und dann großes Sommerrelease, meinst du, dass dieses Jahr eigentlich die AOS-Dritte Edition kommt? Gute Frage. Wann kam die zweite? Das ist ein Jahr nach der 8. Edition von 40k. Okay. Also ja, könnte sein, vor dem Hintergrund, deswegen habe ich das... 2017 gewesen sein. 17 oder 18 war es, ja. Das ist 3-4 Jahre her. Weswegen ich überlege, dass das sein könnte, weil es wird ja ähnlich als Äquivalent zu Conquest, also zu der Heftserie für 40k, gibt es bei den Briten ja schon länger Mortal Realms als diese Heftserie für Age of Sigmar. Und da haben sie, zumindest bei Conquest war es ja so, die lief noch während der 8. Edition an, hat im Endeffekt dann auch die Miniaturen etc. aus der Grundbox 8. Edition enthalten. Und für Age of Sigmar wird diese Mortal Realms Box die Modelle aus der aktuellen Age of Sigmar Grundbox, also Stormcast, Eternals und Nighthorns, enthalten. Also würde es im Endeffekt Sinn ergeben, wenn sie sagen, hier, wir bringen das raus, während die aktuelle Edition noch läuft, die Leute fangen an, sie sich zuzulegen, und während diese Heftreihe noch läuft, kommen wir mit der nächsten Edition um die Ecke. Würde auf jeden Fall sehr passen. Genau, und was sehen wir in diesem Teaser? Also in diesem Teaser sehen wir eigentlich gar nicht groß was, ne? Also da wird, wir sind in Zentauren. Ja. Genau, wir sind eigentlich in Zentauren und auch nur von hinten. Ja. So, Broken Realms, Kragnos heißt das Ding. Ich hätte zuerst gedacht, er erzählt auch irgendwas von, ich habe unter den Bergen geschlafen und so weiter. Und da habe ich gedacht, ey, kommt jetzt irgendwie Kolex Sonnenfresser wieder? Dieser riesige Drachenoger, der... Ja, ich hätte auch Drachenoger erwartet, aber das, was man im Artwork sieht, sieht nicht nach Drachenoger aus. Nein, genau. Also Drachenoger haben ja, glaube ich, auch nicht unter den Bergen. Ja, die haben in den Bergen gelebt. Und die wohnen oben auf den Bergspitzen, genau. Genau, der eine war sogar ein Berg. der hat so lange geschlafen, dass sich Berg um ihn gebildet hatte. Aber ja, wir sehen tatsächlich einen Zentauren und das ist ein klassischer Pferdezentaur. Und das sieht auch nicht so aus, als ob das ein Tiermensch-Zentaur ist. Nee, ich glaube, Tiermenschen hatten noch keine Zentauren. Also ich meine, können sie ja natürlich mit Age of Sigmar, können sie ja alles einbauen. Ja. Wo wir aber Zentauren jetzt gesehen haben, in diesem Stil tatsächlich, war bei Warhammer Underworlds. Stimmt. In der zweiten Edition bei Beastgrave. Richtig, da gab es einen. Bei den Silvern, es war nämlich tatsächlich ein Centaur, ja. Ein Elfen-Centaur, und ich glaube, der hatte auch Hörner. Der hat natürlich nicht so eine gutturale Waffe hier wie die, wie diese große Hammer, aber der Schild sieht dafür schon ein bisschen zu schön aus, um zu schön oder zu fein gearbeitet aus. Für einen normalen Tiermenschen, ja. Genau. Ja, das könnte natürlich sein, gerade weil ich eigentlich damit rechne, dass sie, nachdem jetzt Morati ihren Platz im Spotlight gekriegt hat, nachdem jetzt Teclis und Tyrion ihren Platz im Spotlight haben, würde es sich ja anbieten, wenn in irgendeiner Form entweder Malerion oder Alariel in irgendeiner Form in den Fokus rücken. Und mit Alariel hättest du die Silvanel. Stimmt. Aber das ist völlige Spekulation jetzt gerade bei uns. Ja. Ich hatte in der Facebook-Gruppe auch irgendwie nur das nur kurz überflogen, wo die darüber diskutiert haben, ja, aber das sieht ja aus nach dem Reich so und so und nicht dem Reich so und so. Und da gibt es ja irgendwie keine von den Silvernets, sondern nur die Menschen oder irgendwie sowas. Ja, das Reich der Bestien. Stimmt, das ist von der Landschaft her, das bisschen, was man im Teaser sieht, spricht jetzt ein bisschen was dafür. Aber ich glaube, nur anhand dieses echt kurzen Teasers mit ein bisschen Artwork kann man fröhlich vor sich hin spekulieren. Im Livestream haben sie auch gesagt, so ihr spekuliert gerade im Livestream, das ist okay. Ein paar von euch sind näher dran, als sie denken. Ein paar von euch sind aber richtig weit weg von dem, was stimmt. Und wir werden euch nicht sagen, wer näher dran liegt. Ja, ich bin tatsächlich mal gespannt, weil ich finde gerade diese generischen Zentaur- und Satyr-Wesen, die irgendwie abgewandelt werden, fand ich schon immer sehr interessant. Bin ja auch immer noch ein großer Freund von tatsächlich den Tiermenschen, die damals spielerisch nie wirklich groß stark waren. Doch waren sie mal ziemlich cool, waren sie spielerisch sehr, sehr interessant, als die 6., 7. Edition Warhammer Fantasy komplette Plänkler-Armee waren. Mit Mischeinheiten, haben sie dann in der 8. Edition, wurden sie leider sehr, sehr langweilig zu spielen. Aber die Designsprache fand ich immer sehr cool. Ja, ist schon richtig. Ja, ich bin gespannt. Also entweder sind das Silvaneth oder Tiermenschen. Oder was komplett anderes. Also, dass es Drachenoger sind, glaube ich nicht, zumindest. Nee, das würde mich überraschen. Zumindest passt das nicht zu dem gezeigten Zentaur. Ja, wir schauen mal. Also GW hat da gerade mit diesem Ankündigungsstream wieder für jedes ihrer Produkte eigentlich was Interessantes angedeutet. Was halt dieses Mal nicht mit drin war, aber wo auch gefühlt sehr selten was rauskommt, ist halt das Herr der Ringe Tabletop. Mhm. Das wird gefühlt
bisschen stiefmütterlich behandelt von GW. Ich weiß aber auch nicht, wie groß da die Spielerschaft ist, ob da wirklich in einer nennenswerten Größenordnung Umsätze entstehen, dass GW sagt, ja, es bietet sich eigentlich an, bei jedem dieser Streams irgendwas anzuteasern. Ja, ich glaube, es gibt zumindest in Deutschland eine relativ starke Community, was das Herr der Ringe-Spiel angeht. Also so ganz ohne ist das, glaube ich, nicht. Kann ich dann so aber auch nicht sagen, weil ich selbst in dieser Herr der Ringe-Szene auch gar nicht mehr so drin bin. Ich habe es gespielt, als es damals rauskam, 2001 bis 2003. Und dann hatte ich nochmal einen kleinen Schub für mich gehabt, als der Ringkrieg, ich glaube, das war 2008, 9, 10, ich glaube, 2010 war das, kam ja irgendwie der Ringkrieg raus. Da habe ich tatsächlich mir dann Uruk-Hai-Armee nochmal, also meine Uruk-Hai-Armee ausgebaut, weil du konntest ja nur die Uruk-Hai oder die Rohan spielen, weil alle anderen für Ringkrieg waren zu teuer, weil die Figuren alle als Metall waren und du brauchtest ja richtige Regimente dafür. Deswegen konntest du nur Uruk-Hai oder die spielen, weil die aus Plastik komplett waren. Aber tatsächlich, ich glaube, ich habe, weil ich dann mehrere Jahre nicht mehr gespielt habe, alle meine Ringe-Sachen verkauft, irgendwann 2014 oder 15. Also schon, oder noch früher, ist wirklich schon länger her und seit daher bin ich auch nicht mehr ins Spiel reingekommen und kriegt mich auch nicht mehr so vom Stil her, gebe ich ehrlich zu. Ja, es geht mir aber, ich bin da irgendwie auch nie drauf eingestiegen. Nö, aber es gibt in Deutschland eine durchaus relativ aktive Community. Ja. Ja, sehe ich auch so. Gut, nee, damit sind wir ja auch mit den Previews, die sie jetzt gestern gezeigt haben, sind wir auch durch. Richtig. Zeitachsen haben sie jetzt nicht groß verraten, was wann in die Vorbestellung geht. Ich glaube, Necromunda, haben sie gesagt, geht, glaube ich, nächste Woche in die Vorbestellung, das neue Zeug. Aber alles andere haben sie, glaube ich, nicht mit einem Datum oder einer genaueren Zeitachse versehen. Das wird dann ja wahrscheinlich alles so in den nächsten 2, 3 Monate kommen, ne? Ja, denke ich auch. Gut, ich glaube, damit sind wir auch durch für heute. Ich denke auch, machen wir es kurz und schmerzlos, ne? Gregor, ich verabschiede mich einfach bei dir. Vielen Dank für deine Expertise. Wenn ihr weiterhin, Leute da draußen, mehr Bock auf solche Preview-Talks habt, wir hatten jetzt schon einen zu Infinity, jetzt zu Games Workshop, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Wir finden irgendwie Gefallen daran, uns ein bisschen darüber auszutauschen. Wenn ihr noch Anmerkungen habt, wir irgendwelche Infos übersehen haben, schreibt das gerne in die Comments. Das sehen wir natürlich dann nicht als Kritik an, sondern logischerweise als Ergänzung zu dem, was wir hier gebracht haben. Das heißt, alle anderen, die zuschauen, gerne auch in die Kommentare gucken, wenn ihr weitere Informationen haben wollt. Und wenn ihr diesbezüglich kein Video verpassen wollt, ihr wisst ja, Abo, Daumen nach oben und so weiter. Nein, ganz ehrlich, würde uns freuen, weil das hilft uns sehr, wenn wir weitererzählen. Auch an alle Leute, die ihr kennt, wenn ihr über die Straße geht, erzählt allen Leuten da draußen, hey, guck mal, da ist, gebt mal ein Abo, gebt mal, guckt euch die Sachen an. Genau. Funktioniert, habe ich auch gemacht. Also meine Nachbarn lieben mich dafür, total. Absolut. So, ihr wisst aber ganz genau, seid nett zueinander, sonst gibt's Kraftmager für alle. Macht's gut. Wir gehen jetzt in die Sonne, denke ich mal. Haha, richtig. Ciao. Alles klar, tschüss. Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an.